On June 13th, two MMA legends invade Germany. Am Samstag startet die Ultimate Fight Championship in Köln und sorgt schon vorab als brutaler Käfigkampf für Debatten und Wertediskussionen. Weil das Gefecht nicht unbedingt endet, wenn ein Gegner am Boden liegt und weil getreten, geschlagen, gewürgt und gekickt werden darf. Hirnlose Prügelei oder interdisziplinäre Kampfsportart? Wenn man diesen Ultimate Fightern aus München Glauben schenkt, dann ist das alles viel harmloser, als es diskutiert wird. Also natürlich ist es ein Vollkontaktsport, das darf man nicht vergessen. Allerdings, was mich jetzt daran, also an der Berichterstattung besonders gestört hat, war, dass immer auf dieser Regellosigkeit rumgeritten wurde und so. Und das ist halt nicht der Fall. Es gibt wirklich viele Regeln, die das reglementieren. Das wird in den USA zum Beispiel auch staatlich kontrolliert alles. Also es hat jetzt überhaupt nicht diesen Charakter von Untergrundkämpfen oder so. Und ich denke auch, dass man, also auch die, an den Kämpfen sieht man, es gibt wirklich relativ wenige Verletzungen. Soweit ich weiß, ist noch niemand bei einem sanktionierten MMA-Event gestorben. Die Inszenierung der Gewalt und die mediale Ästhetisierung machen aus einem privaten Hobby allerdings eine gesellschaftliche Provokation. Ultimate Fight oder auch Mixed Martial Arts ist allein schon wegen des Austragungsorts ein Spektakel. Denn die Kämpfer stehen sich in einem achteckigen Käfig gegenüber. Anklänge an Gladiatorenkämpfe werden bewusst gesucht. Im Übungsraum eines Kampfsportclubs entsteht jedoch nicht der Eindruck, dass hier eine zivilisatorische Verrohung stattfindet. Es hat natürlich einen Spektakelcharakter. Das kann man überhaupt nicht leugnen. Aber das hängt natürlich vor allen Dingen mit Marketingüberlegungen zusammen. In der sportlichen Variante, also zum Beispiel Shooto MMA oder auch in der Pankration-Variante, sieht das völlig ungefährlich aus. Das ist schon häufig erlebt auf Kampfsportgalen, dass die Leute kurz geguckt haben und dann einfach weitergelaufen sind, weil das so wenig spektakulär war. Es ist nichts anderes als eine Mischung aus Boxen, Ringen und Judo. Wenn ein studierter Germanist, der gerade an seiner Promotion arbeitet, wohlfeil über Ultimate Fight spricht, dann klingen alle diskutierten Vorbehalte irgendwie überzogen. Für den Laien entstehe ein brutaler Eindruck, sagen die Kämpfer, die hier größtenteils akademischen Hintergrund haben und messen dem Ultimate Fight gar pädagogischen Wert zu. Und ich habe das wirklich gesehen, dass Jungs, die aus sozial brenzligen Familien kamen, sich da mit dem Training auseinandergesetzt haben und sich deutlich verbessert haben. Also im allgemeinen Umgang von Trouble weggeblieben sind. Also insofern hat das wirklich, die Jungs, die sich hier austoben, haben keine Lust mehr auf der Straße noch was zu machen. Kampfsport oder Keilerei, edle Sportler oder prügelnde Proleten. Hinter dem Versuch, das Ultimate Fighting als Event in Deutschland zu etablieren, stecken finanzielle Interessen. Ob die Käfigkämpfe irgendwann einmal genauso gesellschaftlich akzeptiert sein werden wie Boxen, Karate oder Kickboxen, wird sich zeigen. Für Anschauungsmaterial wird jedenfalls zur Genüge gesorgt sein. Bis 2011 will der Sportsender DSF jährlich 170 Stunden der Ultimate Fight Championship ausstrahlen.